Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne einen Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation. Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass wir uns heute hier vorstellen können als Unternehmen und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit einem kurzen Überblick über Fuchs und unser Geschäftsmodell und dann macht der Ackermann weiter mit den aktuellen Geschäftszahlen und auch so ein bisschen den drei großen strategischen Themen, die uns aktuell so beschäftigen. Vielleicht erstmal so die Highlights auf einen Blick. Also bei Fuchs ist es natürlich immer wichtig, dazu zu sagen, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, mittlerweile schon in der dritten Generation mit dem Stefan Fuchs, unserem CEO, der ja auch Teil der Familie Fuchs ist. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir zwei verschiedene Aktiengattungen haben. Wir haben einmal die Stammaktien mit dem Stimmrecht auf der Hauptversammlung, die zu 55% von der Familie Fuchs gehalten werden. Und dann haben wir die Vorzugsaktien, die kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung haben, dafür aber eine etwas höhere Dividende ausschütten. Die sind im Streubesitz aktuell und notieren auch schon seit sehr vielen Jahren im MDAX. Ja, Fuchs, wir sehen uns als Nummer eins unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen näher eingehen. Wir haben eine Produktpalette von über 10.000 verschiedenen Schmierstoffen und Spezialitäten. Also eigentlich alles, was man sich im Bereich Schmierstoffe so vorstellen kann. Sind dabei auch mit rund 6.000 Mitarbeitern an 57 Standorten weltweit vertreten und haben im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro gemacht. Genau, so viel erstmal zu den Highlights. Wir haben hier 6 zentrale Botschaften mitgebracht. Die haben wir auch erstmals am Kapitalmarkttag vorgestellt, jetzt Ende Juni hier in Mannheim. Den haben wir übrigens auch mitgeschnitten und auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Also wenn da im Nachgang noch Interesse besteht, sich noch weiter mit Fuchs zu beschäftigen, kann man das auch gerne über die Fuchs-ER-Seite sich da nochmal anschauen. Die erste Botschaft ist natürlich das klare Bekenntnis zu den Schmierstoffen eben als Basis unseres Geschäftsmodells. Daran wollen wir auch weiter festhalten. Wir sehen uns dabei aber als Wegbereiter für Innovation bei unseren Kunden. Also wir sehen den Schmierstoff weniger als einzelnes Produkt, sondern wir wollen da eher eine Lösung verkaufen, den Kunden dann langfristig auch im technologischen Wandel zu begleiten und zu unterstützen. Wichtig ist uns auch das Thema Elektromobilität. Werden wir auch sehr oft von Investoren zu befragt, wie wir da eigentlich stehen. Ich glaube, da wurden wir in der Vergangenheit auch oft fälschlicherweise ein bisschen als Verlierer dargestellt, wenn man da rein auf den Wegfall vom Motorenöl schaut. Wir sehen da aber auch ganz klare Wachstumschancen für Fuchs und da wird Herr Ackermann auch gleich nochmal näher zu eingehen, welche Möglichkeiten wir im Bereich der Elektromobilität für uns sehen. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Thema, das bei uns einen sehr hohen Stellenwert hat. Wir als produzierendes Unternehmen versuchen natürlich auch, unsere Prozesse immer nachhaltiger zu gestalten und sind da jetzt auch schon seit 2020 CO2-neutral innerhalb unserer Werkstore, wollen das aber auch für die Zukunft natürlich noch weiter ausweiten. Wir haben aber als Schmierstoffhersteller nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auch auf die Nachhaltigkeit, denn wir sagen eigentlich, Schmierstoffe als Produkt sind per se schon nachhaltig, weil sie im Einsatz den Kunden einfach ermöglichen, ihre Geräte nachhaltiger zu bewirtschaften. Also Maschinen laufen länger, sind effizienter, verbrauchen weniger Kraftstoff und ermöglichen dadurch eben dem Kunden selbst seinen Fußabdruck durch den Einsatz von Schmierstoffen zu verringern. Das ist so ein bisschen die Besonderheit bei unserem Blick auf die Nachhaltigkeit. Digitalisierung ist der nächste Megatrend, wo natürlich auch wir uns schon seit Jahren positionieren. Mit Fuchs Goes Digital haben wir eine sehr große Digitalisierungsinitiative ins Leben gerufen, wo wir natürlich smarte Services auch anbieten wollen und unser Geschäftsmodell, soweit es geht, auch digitalisieren wollen. Und ja, einfach das Produkt für den Kunden am Ende effizienter gestalten wollen durch digitale Prozesse, wie zum Beispiel ja
Sensorentechniken, wo Schmierstofftanks direkt den Füllstand ablesen können, automatisch dann auch schon Schmierstoffe nachbestellen können, ohne dass da jetzt eine Person irgendwie direkt nachmessen muss, wie viel Schmierstoff noch im Tank vorhanden ist. Das nur so als ein Beispiel für die Digitalisierung. Ja, der letzte Punkt, Wachstum, ist uns auch sehr wichtig. Hier haben wir zum Kapitalmarkttag erstmals auch langfristige finanzielle Ziele formuliert. Eines davon steht hier schon, das ist das EBIT-Ziel von 500 Millionen Euro, das wir bis 2025 erreichen wollen. Haben aber auch unsere Dividendenpolitik verbessert und noch weitere Ziele formuliert, auf die der Herr Ackermann auch gleich noch eingehen wird. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund von Schmierstoffen. Wir bewegen uns ja hauptsächlich in einem B2B-Markt. Deswegen ist es für Verbraucher oftmals gar nicht so offensichtlich, wie häufig sie eigentlich täglich in Kontakt mit Schmierstoffen, auch mit Fuchsschmierstoffen kommen. Im Prinzip kann man sagen, dass in jedem Gerät, das sich bewegt und in jeder Maschine auch ein Schmierstoff verwendet wird. Also sei es jetzt klassisch im Automotor, aber auch, wie man im Video gesehen hat, in einem Karussell oder in einer medizinischen Spritze oder einem Kugelschreiber, eigentlich überall, wo sich Teile bewegen, werden auch Schmierstoffe eingesetzt, eben um Reibung und Verschleiß zu verringern und Oberflächen auch vor Korrosion zu schützen. Hat aber noch vielseitige weitere Einsatzmöglichkeiten. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir sprechen da gerne auch von funktionalen Fluiden, weil wir unsere Schmierstoffe natürlich auch eingesetzt werden, um Maschinen zu kühlen, beispielsweise in der Metallbearbeitung, aber auch in Serverfarmen, wo sehr viel Hitze anfällt. Und unsere Schmierstoffe natürlich auch genutzt werden können, um die Energieübertragung beispielsweise in Batterien zu verbessern. Also eigentlich ein sehr breites Anwendungsfeld von Schmierstoffen. Ja, wo sehen wir jetzt die Basis für unseren Wettbewerbsvorteil? Also Fuchs positioniert sich da ganz klar als Technologie- und Innovationsführer. Wir haben uns wirklich stark auf die Schmierstoffe spezialisiert und haben es nicht nur so ein bisschen als Nebenprodukt, wie vielleicht andere große Ölfirmen, die noch nebenbei ein Schmierstoffgeschäft am Laufen haben. Wir haben uns wirklich rein darauf fokussiert und wollen dabei natürlich auch die höhermargigeren Produkte, die wirklich sehr viel Technologie und Innovation benötigen, verkaufen. Und diese entwickeln wir auch ganz eng in Zusammenarbeit mit den Kunden und können da eben durch unsere Marktnähe auch sehr flexibel auf ändernde Anforderungen beim Kunden reagieren. Trotzdem sind wir auf jeden Fall groß genug, um hier weltweit ein Vollsortiment an Schmierstoffen anzubieten, wie ich schon gesagt habe. Also da haben wir den Vorteil gegenüber den kleineren Unternehmen wiederum, dass wir einfach eine globale Präsenz haben, auch schon sehr lange in den Märkten vertreten sind und dementsprechend auch genug Kapital zur Verfügung haben, um auch in Forschung und Entwicklung zu investieren. Ja, und sehen uns da eigentlich ganz gut positioniert. Das sieht man auch hier auf diesem Chart, wo wir uns ansiedeln unter den Top 20 größten Schmierstoffherstellern der Welt. Also mit unabhängig ist damit eigentlich gemeint, dass wir nicht vertikal integriert sind. Das bedeutet, wir haben keine eigenen Raffinerien, die wir betreiben müssen, die natürlich sehr energieintensiv sind. Das machen die ganzen Unternehmen, die hier links von uns zu sehen sind, die man wahrscheinlich auch eher jetzt von der Tankstelle kennt, als jetzt unbedingt aus dem Schmierstoffbereich. Genau, und unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern sind wir, wie gesagt, weltweit der Führende. Ja, das Portfolio kann man eigentlich immer aus zwei Sichtweisen betrachten. Einmal die Produktsicht und einmal die Kundensicht. Hier aus der Produktsicht kann man eigentlich sagen, dass 45% unseres Umsatzes aus automotiven Schmierstoffen generiert werden. Also alle möglichen Öle und Flüssigkeiten, die man so in PKWs, LKWs, aber auch ja, Landwirtschaftsgeräten benutzt. Da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr in die technischen Details eingehen. Da kann man sich ja vorstellen, dass es unzählige verschiedene Produkte gibt. Genauso auch auf der Industrieseite. 55% des Umsatzes entstehen aus Industrieschmierstoffen. Und auch hier gibt es natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Korrosionsschutz und Fetten, die da eingesetzt werden, wenn wirklich, sehr breiten Industrien, was man auch hier in der Kundenstruktur sieht. Also die ist wirklich sehr ausgewogen. Wir sind jetzt nicht abhängig von einem großen Kunden, sondern man kann eigentlich sagen, dass wir in allen Industrien weltweit sehr breit vertreten sind. Natürlich ist die Autoindustrie da ein großer Teil. Wir haben aber auch ja in der Energieindustrie, also Wind, Solaranlagen,
die Chemieindustrie, verarbeitende Industrie. Also wie gesagt, man kann sich da eigentlich nicht festlegen. Es gibt eigentlich kaum eine herstellende Industrie, die nicht auch Kunde bei Fuchs ist. Aber was auch immer ganz interessant ist, ist der Blick auf den Schmierstoffmarkt. Wir befinden uns ja nicht in einem Wachstumsmarkt. Man muss ganz klar sagen, man sieht hier auf dem linken Chart, dass der Markt eigentlich seit über 20 Jahren sehr stabil ist und nicht wirklich gewachsen ist. Trotzdem sieht man aber rechts, dass es Fuchs im selben Zeitraum geschafft hat, seine Umsätze natürlich extrem überproportional auch zu steigern. Das haben wir eigentlich auf verschiedene Weisen gemacht. Also zum einen haben wir natürlich, ja, sind wir operativ gewachsen, konnten da unseren Marktanteil ausbauen und ja, uns einfach verbessern. Und zum anderen haben wir natürlich auch M&A-Transaktionen gemacht und uns da strategisch in neue Märkte eingekauft und konnten so auch Marktanteile gewinnen. Und der dritte Teil ist eben der Produktmix, weg von den rohstoffnahen Massenprodukten hin zu den höherpreisigen Produkten. Ja, und das ist einfach eine Strategie, die wir auch nach vorne hin weiter verfolgen wollen. Vielleicht abschließend noch ein paar Worte zu Fuchs 2025. Das ist so ein bisschen unsere Konzernstrategie. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Auch hier haben wir eigentlich 6 Säulen formuliert, in denen wir uns weiterhin verbessern wollen und das auch schon seit einigen Jahren machen. Da geht es eigentlich rund um die Themen Kultur, Strategie und Struktur. Also zum einen, wie wir uns operativ verbessern wollen, aber zum anderen auch, wie wir unsere internen Prozesse verbessern wollen, wie wir die Kultur im Unternehmen verbessern wollen. Und eben einfach allen Anspruchsgruppen, zum Beispiel also unseren Mitarbeitern intern, aber auch nach außen hin natürlich den Kunden und den Investoren gerecht werden wollen. Ja, so viel dazu. Und jetzt würde ich mal übergeben an den Herrn Ackermann, der dann weitermacht mit den Highlights aus dem ersten Halbjahr. Ja, prima. Danke dir, Claudia. Und ich übernehme jetzt mal ein bisschen zu den aktuellen Themen, also zum operativen Umfeld, auch zu der Prognose. Und danach komme ich sicherlich auch auf einige Themen, die Claudia Rippke gerade schon angerissen hat, zum Thema also strategische Themen, die ich dann gerne nochmal präsentieren würde. Wenn man über das aktuelle Umfeld spricht, dann muss man sagen, dass das sehr herausfordernd ist. Also es gibt Krisen eigentlich, wo man hinschaut, sei es die Energiekrise in Europa oder insbesondere Deutschland, natürlich auch das Thema Zero-Covid-Strategie in China ist für uns ein ganz wichtiger Markt. Dann die stetig steigenden Rohstoffkosten, mit denen wir umgehen müssen. Also insofern haben wir da eine ganze Menge an Themen zu bewältigen. Und das beschäftigt uns sehr stark. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich gut durch das erste Halbjahr gekommen. Der Umsatz ist deutlich gestiegen, wobei man sagen muss, dass das sehr stark von den Preisen gekommen ist. Also wir mussten sehr viel teurer als zuletzt einkaufen und reichen die Preise auch weiter. Das ist eigentlich etwas, was kein Problem für uns ist. Also wir haben eine hohe Pricing Power, aber es dauert immer etwas, bis das dann wirklich auch in der Gewinn- und Verlustrechnung angekommen ist. Insofern sehen Sie, dass dort der Umsatz deutlich stärker gestiegen ist als das Ergebnis. Aber wir werden da im zweiten Halbjahr uns stabilisieren und sozusagen da auch unsere Prognose erreichen. Also das ist unsere klare Erwartungshaltung. Und die Prognose haben wir ja auch auf der nächsten Seite nochmal aufgemalt. Das heißt, wir werden beim Umsatz am oberen Ende der Bandbreite landen. Wir hatten da 3 bis 3,3 Milliarden genannt. Das heißt, primär dadurch, wie ich es eben sagte, dass die Preise stark steigen, also auch die wir weitergeben, die Verkaufspreise. Insofern werden wir da am oberen Ende landen und beim Ergebnis werden wir uns auf dem Vorjahresniveau befinden. Also bei den 360 Millionen, also am unteren Ende der Bandbreite, im letzten Jahr haben wir 363 erreicht, da sehen wir uns in diesem Jahr auch. Insofern ist das eine stabile Entwicklung in einem Jahr, das wirklich von sehr vielen Krisenherden geprägt ist. Der freie Cashflow wird sicherlich auch in diesem Jahr, wird besser sein als im letzten Jahr, also diese 90 Millionen, die Sie im 2021 sehen, aber eben unter den ursprünglich prognostizierten 220 Millionen, was einfach schlichtweg daran liegt, dass wir einen Volumenaufbau haben und auch einen Preisaufbau in den Vorräten, die wir auf Lager halten. Insofern ist das nochmal beim freien Cashflow die Thematik. Wenn wir jetzt weitergehen und uns ein bisschen lösen von dem aktuellen Geschäftsjahr und darüber hinausschauen, muss man sicherlich sagen, dass wir erstmalig jetzt beim Kapitalmarkttag längerfristige finanzielle Ziele bekannt gegeben haben
Und die sehen Sie auf dieser und der nächsten Seite aufgetragen. Und ganz entscheidend ist davon eigentlich, dass wir, was in der Mitte steht, dass wir langfristig eine EBIT-Marge von 15% anstreben. Das ist das Ziel, was wir vorher auch hatten. Da sage ich gleich aber nochmal was dazu, weil sicherlich in dem aktuellen Umfeld von sehr stark steigenden Kosten, die wir dann in höheren Preisen weitergeben müssen, wie ich eben sagte, und diese Verzögerung, in der man das dann auch erreicht mit den Kunden, das etwas schwierig ist, aber wir bleiben bei den 15%. Was wir auch gesagt haben, dass wir langfristig im mittleren einstelligen Prozentbereich im Umsatz wachsen wollen, das ist, leitet sich ab aus der längerfristigen Historie, die wir uns angeschaut haben. Da drin sind nicht enthalten etwaige M&A-Maßnahmen, also das würde dann noch oben drauf kommen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, naja, mittlerer einstelliger Prozentbereich, jetzt habe ich gerade auf der Folie davor von einem zweistelligen Umsatzwachstum im aktuellen Jahr gesprochen. Da muss man hier klar sagen, dass sich das Ziel, was wir hier ausgesprochen haben, auf ein normalisiertes Umfeld bezieht. Ja, also nicht in einem Umfeld so starker Inflation, wie wir es derzeit sehen. Dann auf der rechten Seite, das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, ist die sogenannte Cash Conversion Rate, also wie viel freien Cashflow generieren wir aus dem Jahresüberschuss. Und den haben wir bei 0,8 Mal gesehen. Das ist eine sehr starke Quote und soll einfach zum Ausdruck bringen, dass wir ein cash-generatives Unternehmen sind. Jetzt muss man sagen, dass es momentan in diesem Jahr natürlich noch im letzten Jahr aufgrund der starken Mittelbindung im Umlaufvermögen wieder natürlich deutlich drunter liegen. Aber deswegen sagen wir auch, dass wir da durchschnittlich dann liegen werden. Und das ist auch abgeleitet aus einem historischen Zahl, die wir da erreicht haben. Warum ist es nicht bei 1, warum ist es nicht bei 100%? Weil wir eben weiterhin wachsen wollen. Und wenn man wächst, dann muss man auch stetig ein bisschen Networking Capital aufbauen. Das ist sozusagen die Begründung dahinter. Was wir auch gemacht haben, die Dividendenpolitik haben wir angepasst. Bisher war sie so, dass wir gesagt haben, dass wir die Dividende mindestens stabil oder erhöhen wollen. Jetzt haben wir gesagt, wir erhöhen sie auf jeden Fall. Und jedes Jahr, und das haben wir auch jetzt seit 20 Jahren schon geschafft, insofern sehen wir uns da auf einem guten Weg, uns zum Dividendenaristokraten zu entwickeln. Ich glaube, das müssen wir noch 5 Jahre durchhalten, dann sind wir auch da. Und ich denke, da sind wir auch sehr verlässlich und dass wir das bisher geschafft haben und sind auch zuversichtlich, dass wir das weiter fortsetzen können. Zu den finanziellen Zielen ist diese Folie ganz essentiell. Ich habe gerade über die 15% EBIT-Marge gesprochen. Auf der Folie hier sehen Sie aber das absolute Ergebnisziel. Und das ist nämlich, sind diese 500 Millionen, die wir bis 2025 erreichen wollen. Claudia Ripke hat das eingangs schon gesagt. Und hier ist es nochmal illustriert auf diesem Chart. Warum haben wir das herausgegeben? Ich dachte eben, dass in einem inflationären Umfeld es schwierig ist, eine Marge zu approximieren, beziehungsweise ist die immer latent unter Druck, solange man Preise weitergeben muss. Insofern haben wir gesagt, dass wir dieses absolute Ergebnisziel herausgeben wollen und das haben wir hiermit getan und das ist am Kapitalmarkt sehr gut angekommen und das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir es auch erreichen können und wie Sie sehen, tragen da alle Regionen dazu bei. Sicherlich kommt die größte Steigerung auch aus Asien, Pazifik aus der Region, stark aus China getrieben. Das ist sicherlich so, dass, wie gesagt, alle Regionen dazu beitragen. Vielleicht nochmal, wenn man so ganz grob sagt, ist EMEA sicherlich die Region, wo es eher aus Effizienzthemen kommt. Asien, Pazifik, Nord- und Südamerika vielleicht ein bisschen mehr aus dem Wachstum. Insofern ist das aber ein ambitioniertes Ziel und das ist auch am Kapitalmarkt sehr positiv aufgenommen worden. Das Ganze kann man auch nochmal auf dieser Grafik einsortieren. Hier haben wir eine längerfristige EBIT-Entwicklung aufgezeichnet. Und wie Sie sehen, ist quasi das Ziel, bis 2025 die 500 Millionen zu erreichen. Ja, das bedeutet, dass wir quasi nach vorne hin stärker wachsen müssen, als wir es ein stärkeres Ergebniswachstum sehen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist auch ein Ergebnis des Investitionsprogramms, was wir über die letzten Jahre stark ausgeweitet haben, beziehungsweise jetzt im letzten Jahr auch beendet haben, sodass wir jetzt einfach gut aufgestellt sind und stark nach vorne hin wachsen können. Also das ist nochmal das Ganze illustriert in einer Grafik. Auf der nächsten Folie, das ist nochmal ein bisschen detaillierter erklärt, wie wir zu dem Ziel kommen des freien Cashflows. Sie sehen, über die blauen Balken zeigen den freien Cashflow, den wir in den Jahren generiert haben. Natürlich sehr stark volatil in den letzten Jahren.
durch die Networking Capital Bewegungen. Sie sehen aber auch, dass die gestrichelte Linie im Durchschnitt haben wir sozusagen aus dem Jahresüberschuss 0,73 Mal ist der Faktor sozusagen zum freien Cashflow gewesen. Und das wollen wir eben jetzt übertrumpfen, indem wir die 0,8 Mal als Ziel herausgegeben haben. Das ist gleich mal eine nähere Erläuterung zu der Conversion Rate. Ganz wichtig für Sie natürlich, also wir sind immer ein Unternehmen gewesen, das ein sehr starkes Commitment auch hatte auf die Aktionäre. Wenn Sie jetzt schauen, wie viel Cashflow wir in den letzten 10 Jahren generiert haben, die 1,8 Milliarden, das sind sozusagen die Summierung der freien Cashflows über die Jahre hinweg. Und wenn Sie sehen, wie viel wir davon, wie die Mittelverwendung war, dann sieht man, dass 2/3 dadurch eben in Höhe von oder im Rahmen von Dividenden an Sie Aktionäre rausgezahlt worden ist. Also das ist ein starkes Commitment, das auch zukünftig zu tun, dadurch, dass wir die Dividende ja jetzt auch erhöht haben. Natürlich haben wir auch für M&A Geld ausgegeben. Das wollen wir auch zukünftig machen. Je mehr, desto besser, wenn es sinnvoll ist. Und natürlich Aktienrückkauf. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal einen gemacht. 2014, glaube ich, war es. Und aktuell haben wir auch ein Aktienrückkaufprogramm laufen. Wir wollen bis zu 200 Millionen ausgeben, um von beiden Aktiengattungen 3 Millionen Stück zurückzukaufen. Und das ist genauso ein Commitment an einfach Generierung von Shareholder Value. Auf der nächsten Seite haben wir nochmal ein paar Themen zusammengefasst. Einige habe ich gerade schon genannt. Das CapEx-Programm haben wir abgeschlossen. Wir haben von 2016 bis 2020 über 600 Millionen investiert und haben es aber abgeschlossen und sind jetzt wieder mit den Investitionen auf dem Niveau der Abschreibung, sodass wir da für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte nicht erwarten, dass wir da wieder signifikante Anstiege haben über die Abschreibung hinaus. Akquisition ist immer ein Thema, wie ich es eben sagte, wenn es Sinn macht strategisch und wenn es opportunistisch für uns Sinn macht. Die Bilanzstruktur bietet uns natürlich Flexibilität. Also wir sind so sehr solide aufgestellt, eine Eigenkapitalquote von 76%. Und die gibt uns da auch Raum, trotz des Aktienrückkaufsprogramms jederzeit auch zuzuschlagen, wenn wir attraktive Unternehmen sehen, wo wir glauben, dass die in unser Portfolio passen. Dividendenpolitik eben schon angesprochen, genauso wie die Möglichkeit, auch weitere Aktienrückkäufe zu tätigen, wenn wir glauben, dass das Sinn macht. Dann möchte ich jetzt ein bisschen schwenken auf die strategischen Themen und auf die Wachstumsfelder. Die Claudia Rippke hat ja eben schon gesagt, dass das Thema Elektromobilität teilweise auch negativ gesehen wird. Ich glaube, da können wir klar dagegen halten, denn wir sehen das als große Wachstumsmarkt. Natürlich wird sich auch in einem Portfolio einiges verändern. Es werden auch einige Produktgruppen wegfallen. Das ist aber eigentlich eine ganz natürliche Evolution eines Marktes oder einer Produkt- oder von bestimmten Produktgruppen. Und da gehe ich nachher nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein, wo wir da auch unsere Chancen sehen. Ist für uns aber eine Chance in Summe. Und ich denke, das ist eine ganz zentrale Botschaft, die Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten, weil das eigentlich auch ein bisschen in der Wahrnehmung fehlerhaft gesehen wird. Ich will nicht auf alle Bereiche eingehen, aber ich glaube, Windkraft ist auch ganz, ganz entscheidender Bereich. Ich meine, wenn man über eine Energie, also über erneuerbare Energien spricht, ist Windkraft sicherlich ein zentraler Pfeiler davon. Ja, in den Windrädern sind auch in diesen Großwälzlagern sind Schmierstoffe drin, die wir auch zur Verfügung stellen. Lebensmittel ist auch ein ganz toller Bereich, ja, für beispielsweise Anlagen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Da muss man häufig Spezialanwendungen verwenden, weil es eben wichtig ist, dass falls wirklich mal ein Schmierstoff mit einem Lebensmittel in Berührung kommt, dass es da zu keinen schädlichen Auswirkungen kommt. Insofern sind wir da auch gut aufgestellt. Rotary Motion spielt auch eine große Rolle, da überall auch Generatoren unterwegs sind, überall da, wo auch jetzt im Rahmen der Energiewende Dinge benötigt werden, sind sozusagen diese Produkte vonnöten. Weitere Wachstums, also die sind wirklich sehr konkret und da haben wir auch hinterlegte Businesspläne, was diese vier Themen angeht. Weitere Chancen sind sicherlich im Thema im Bereich Medizintechnik, wo wir ja auch schon eine Akquisition getätigt haben mit Nile Lubricants, ganz tolle Produkte. Halbleiterindustrie ebenfalls ist ein Wachstumsmarkt. Ich meine, momentan kann man die Nachfrage ja gar nicht bedienen. Und sicherlich auch Datencenter. Dort ist es auch etwas, wo wir mit einer Technologie
punkten können. Man muss denken an die ganzen Serverfarmen, die gekühlt werden müssen. Die sind heutzutage größtenteils mit Luft gekühlt, aber die Technologie der Zukunft ist eigentlich sogenanntes Immersion Cooling, so nennt sich das, wo dann diese Serverfarmen in so einem Kühlungsbad drin liegen und diese Kühlprodukte, da haben wir auch ein tolles Produkt, was wir da anbieten können. Insofern, Wachstumsmärkte sind immer wichtig zu beachten. Wir zeigen das hier auch, das sind sowohl Automobilapplikationen als auch für das Industriesegment ist immer ganz wichtig, dass man das große Ganze sieht und die ganzen Wertschöpfungsketten beachtet, weil man sonst eine sehr isolierte Sicht auf Fuchs bekommt. Insofern sind wir da sehr stark aufgestellt. Jetzt nochmal ein bisschen Deep Dive Elektromobilität, weil das sicherlich auch im letzten Jahr, ich erinnere mich, auch durchaus viele kritische Fragen gab. Und ich glaube, eins ist klar, dass natürlich der Mobilitätswandel das Thema vorantreibt und natürlich ist gerade in Deutschland und Europa eine starke Entwicklung gibt hin zu Batterieautos und das ist gerade in Deutschland ja das Thema auch, was viele beschäftigt. Wir können aber sagen, und das haben wir jetzt erstmals beim Kapitalmarkt auch bekannt gegeben, dass wir für eben im weitesten Sinne die Produkte, für neuwertige Produkte im Rahmen dieses Wechsels zur Elektromobilität einen Markt von 3 Milliarden Dollar sehen, von denen wir so 50% davon als relevant für uns ansehen. Und das ist halt schon ein gewaltiger Markt. Und ich denke, das ist wirklich etwas, wo wir aus dem Vollen schöpfen können. Und das haben wir jetzt so bekannt gegeben. Ich zeige die Folie gleich auch nochmal. Auf der nächsten Seite kommt die das nochmal illustriert. Das Gute ist, und das ist eigentlich wieder so ein bisschen die Geschichte. Ich sprach eben von einer Evolution. Wenn sich die Märkte weiterentwickeln und Technologie eben immer wichtiger wird, dann sind auch die Anforderungen an die Produkte besser und ist eigentlich gut für Fuchs, weil wir sind da eben kein Massenanbieter, sondern Spezialanbieter und wenn irgendwo Dinge kompliziert sind oder man auch mit Forschung und Entwicklung da rangehen muss, dann freuen wir uns eigentlich. Insofern ist das etwas, wo wir mehr Opportunitäten sehen, als vielleicht die Dinge auch bedauern, die dann vielleicht aus dem Portfolio herausfallen. Was ganz wichtig ist, das steht auf der rechten Seite, wenn man spricht über den weltweiten Markt an Autos, dann muss man klar sagen, man muss in die Region schauen. Ich sprach eben von Europa, wo der Trend sicherlich eindeutig ist, zum Batterieauto hin. In anderen Regionen ist es aber ein bisschen unklarer. Wa? In China beispielsweise, sind da etwas technologieoffener, gehen alle drei Routen, also das Wasserstoffthema, Batterie, aber auch den Verbrenner weiterhin. Und da muss man einfach sehen, dass die Wachstumsraten da sehr stark sind, sehr hoch sind und dort sogar die Anzahl der Verbrenner zunimmt. Ja? Und das muss man immer bei der ganzen Diskussion beachten. Für uns ist wichtig, das soll jetzt keine defensive Strategie sein, wir sind für jeden Antriebsstrang gut aufgestellt und sehen, wie ich gerade sagte, klare Chancen für das Thema Elektromobilität. Aber, wir sprachen ja eben auch über die finanziellen Ziele für das Jahr 2025, da sind, ich sage ich mal, dieses Thema Elektromobilität noch wenig mit abgegolten, weil das eigentlich ein Mehrjahresthema ist, wenn nicht sogar über Jahrzehnte dauern wird. Insofern muss man das immer einordnen. Auf der nächsten Seite, hier ist es eigentlich nochmal das, was ich vorhin schon angerissen habe, dieser Markt von 3 Milliarden, den wir sehen. Ganz besonders zu nennen sind da sicherlich die Thermofluide. Das sind Kühlmittel für die Batterie. Und da glauben wir einfach, dass es mit dem Produkt, was wir anbieten, wir da ein signifikantes Wachstum sehen werden. Und das ist einfach hier abgebildet. Ja, es gibt natürlich viel mehr Produkte. Das soll jetzt wirklich nur eine Illustration sein von sehr prominenten Produkten. Aber es gibt natürlich auch schon Produkte, die wir heute in Batterieauto hineinverkaufen. Das darf man nicht vergessen. Insofern sehen wir da ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren. Was wir jetzt auch gemacht haben, und ich denke, das ist etwas ein bisschen Neuland. Wir sind ja grundsätzlich ein Unternehmen, was sehr fokussiert ist und sich sehr auf das Schmierstoffgeschäft fokussiert. Was wir jetzt auch erstmals gemacht haben, eine kleine Akquisition in ein Unternehmen namens E-Light, die eben im Bereich Elektrolyte sehr starkes Know-how haben. Und hier haben wir eine Akquisition getätigt, sodass wir das Know-how von E-Light nutzen können und dann in einer Partnerschaft mehr verkaufen können von diesen Spezialprodukten. Das sind, und das ist ganz wichtig zu verstehen, kein Massenmarkt, den wir hier bedienen. Das sind natürlich ganz viele andere Hersteller
dabei, sozusagen für Batterien Elektrolyte zu produzieren. Wir fokussieren uns hier wirklich auf Spezialanwendungen, die High-Performance-Anforderungen erfüllen oder auch Anforderungen in sehr kalten Umfeld, im heißen Umfeld, wo sozusagen die Leistung einer Batterie erfüllt sein muss oder wenn es um Sicherheitsaspekte geht. Also das ist sozusagen auch hier wieder ein Nischenbusiness, in dem wir uns bewegen und nicht der Massenmarkt. Und ich denke, das ist ein bisschen Neuland für Fuchs, aber es geht ja auch bei Elektrolyte darum, sage ich mal, das perfekte Mischverhältnis zu finden zwischen dem Produkt und mit Additiven wird ja auch gearbeitet und da haben wir ja auch Know-how und deswegen ist das ein kleiner Step sozusagen außerhalb des Kerngeschäfts bisher. Es soll aber auch nicht das Hauptgeschäft werden, aber es ist ein guter zusätzlicher wie sagt man so schön, Cashflow, den wir dann zukünftig da erwarten. Hier vielleicht nochmal eine Ergänzung dazu. Ja, es ist natürlich nicht nur in Autos drin. Es ist natürlich immer sehr prominent, die Elektrolyte, wenn man jetzt von der Batterie spricht, die in Autos drin ist. Es betrifft natürlich in größerem Umfeld Autos, leichte Nutzfahrzeuge, aber eben auch andere Bereiche, ja, im Bereich Elektronik, Kommunikation, Drohnen, Busse, Schifffahrt, also es bedient einiges, aber sicherlich am prominentesten sind sicherlich die Elektrolyte, die in Autos hineingeht. Hier nochmal einmal abschließend nochmal ein Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt, das Thema Nachhaltigkeit. Claudia Ripke hatte da eben auch schon drüber gesprochen und ich habe, glaube ich, auch schon auf dem Auge eine Frage gelesen zum Thema, sag ich mal, Einsatzstoffe, die wir verwenden oder inwiefern Nachhaltigkeit mit den Produkten, die wir verkaufen, einhergeht. Man muss erstmal sagen, wie wir Nachhaltigkeit verstehen, ist, dass wir dem Kunden nicht nur einen Effizienzgewinn bieten, dadurch, dass er unsere Produkte benutzt, sondern eben auch nachhaltiger machen. Das heißt, wenn jemand Fuchs Schmierstoffe benutzt, tragen wir oder der Kunde auch zur Nachhaltigkeit bei. Weil mehr Effizienz eben auch im Zweifel weniger Verbrauch von Kraftstoffen das dazu führt. Insofern können wir da zu einem geringeren Abdruck beitragen. Es ist auch wieder so, dass es, sag ich mal, diese gesamte Wertschöpfungskette man sich anschauen muss, also zwischen vom Einkauf bis zur Verwendung beim Kunden. Und es ist ganz wichtig, dass man hier immer die gesamte Wertschöpfungskette im Blick hat. Das ist deswegen auch wieder ganz gut für uns, ist eigentlich genauso wie beim Thema Elektromobilität. Es wird immer zukünftig wichtiger werden. Ich meine, dass das Thema essentiell ist, das muss ich niemandem von Ihnen erklären, aber es wird immer komplexer, solche Schmierstoffe auch zu produzieren. Und da haben wir mit unserem Know-how, mit unserem, wo wir auch sagen, dass wir da ein Spezialanbieter sind, sicherlich sehen wir da eine gute Zukunft und glauben, dass wir da mehr als unsere Wettbewerber, die profitieren können, die vielleicht eher im Massenmarkt unterwegs sind. Ja. Insofern ist das unsere Aussage zur Nachhaltigkeit. Wenn man dann nochmal ein schönes Beispiel bringt, dann ist es das Folgende. Das kann man natürlich nicht für alle unsere Produkte machen, aber was wir mal gemacht haben, ist sozusagen für einen Bagger das sozusagen durchgerechnet haben. Es ist sehr aufwendig, aber es ist eigentlich ein ganz griffiges Beispiel, um das mal klar zu machen. Wir haben sozusagen durch die Verwendung unseres Premium-Hydrauliköls konnten sozusagen bei 8.000 Betriebsstunden eines Baggers 9.600 Liter Diesel eingespart werden im Vergleich zu einem herkömmlichen Produkt. Und das ist eben dann natürlich eine Effizienz, also im Sinne von Euros, die der Kunde einspart, aber natürlich auch das CO2-Äquivalent. Das heißt, auch nicht nur Euros gespart hat, sondern auch noch CO2-Emissionen gespart hat, dann ist es sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Und das ist eben das, was unsere Produkte können. Als allerletzte Folie, das ist ein bisschen technisch, aber das wollte ich trotzdem nicht vermissen, die Folie Ihnen zu zeigen. Also wir sind CO2-neutral seit 2020 bereits. Das heißt, Gate-to-Gate muss man allerdings fairerweise sagen. Das heißt, all das, was in unseren Produktionstoren passiert. Natürlich kaufen wir, also wir sind nicht vertikal integriert. Das heißt, wir müssen Rohstoffe einkaufen. Wenn wir das tun und das auch einberechnen, dann sehen Sie, dass sozusagen die Last, die wir an CO2 bekommen, natürlich viel höher ist. Die wollen wir aber dann auch sowohl über Kompensation, so wie wir es heute auch schon machen, aber auch durch originäre Einsparungen herunterfahren.
sodass wir dann 2025 sagen, wir wollen wir CO2-neutral sein, so von Cradle to Gate, also mit der einberechneten Lieferkette. Und dann sozusagen haben wir jetzt auch erstmalig bekannt gegeben, das Ziel bis 2040 dann Net Zero erreichen. Also dass wir dann wirklich inklusive eines Wegfalls von Kompensation durch echte Emissionsvermeidung dann sozusagen klimaneutral sind. Und das ist sicherlich eine riesige Aufgabe und das ist auch nicht von heute auf morgen so realisierbar. Da ist sehr viel Arbeit mit verbunden, aber ich glaube, das ist sich auch für ein Unternehmen, für uns natürlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir das können und eben unsere Produkte dann auch da so verkaufen können mit dieser Eigenschaft. Und das wäre jetzt erstmal die letzte Folie, die wir mitgebracht haben. Ich denke, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, wir können es natürlich immer erreichen auf der Investor Relations Seite. Hier nochmal unsere Kontaktdaten. Und weil ich es eben auch im Chat schon gelesen habe, wir werden die Präsentation auch im Nachgang auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Dann finden Sie all diese Folien dort, aber natürlich auch viel mehr an Material noch, was wir zu den Themen, die wir jetzt gerade angerissen haben, zur Verfügung stellen. Die Claudia Ripke hatte eben auch gesagt, dass es zum Kapitalmarkttag noch ein Video gibt. Also wenn Sie 5 Stunden Langeweile haben, dann schauen Sie sich das gerne auch an. Aber wir stehen auch immer zur Verfügung, auch Fragen zu beantworten. Und das sei jetzt erstmal von der Präsentation das gewesen. Und jetzt freuen wir uns über die Fragen, die Sie haben. Herr Ackermann, Frau Ripke, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ich denke, es war eine schöne Mischung, so ein bisschen aus, wie ist Fuchs allgemein aufgestellt, aber eben auch, und das bietet sich natürlich auch an, in diesen Formaten dann ganz konkret Zahlenwerte. Wie ist man ins Jahr gestartet? Wie sieht der Ausblick aus? Und ich denke auch so 2 Stichworte, die meistens oder sehr oft, wenn ich auch irgendwie mit Aktionären spreche, mit Fuchs assoziiert werden. Das eine Familienunternehmen und das andere Dividende. Ich glaube, das ist was, wo sehr stark drauf geschaut wird, wo auch eine hohe Stabilität ist, aber eben auch große Herausforderungen. Herr Ackermann, Sie haben es auch eingeleitet, Frau Ripke, Sie auch. Ich glaube, ein bisschen sieht man es auch am Aktienkurs, dass einfach große Schwankungen da sind. Und da wollen wir jetzt natürlich mal in die Themen reinschauen. Wir haben viele Fragen schon. Also mal wieder muss ich es eigentlich gar nicht einleiten, aber ich tue es trotzdem noch mal ganz herzlich, alle einzuladen, hier in den Chat ihre Fragen einzugeben oder sich einfach mal zurückzulehnen und zu schauen, was wir hier schon für eine Fragenflut haben. Ein paar Fragen wurden auch schon, Frau Ripke, Herr Ackermann, direkt von Ihnen beantwortet. Vielleicht springen wir hier mal rein. Wer sind denn die Großabnehmer und Groß- und Einzelhändler von Fuchs? Ja, da kann man eigentlich sagen, das ist auf der einen Folie auch, ich weiß nicht, ob man da jetzt drauf springen kann, vielleicht kannst du das mal einmal übernehmen, Claudia, das ist die Folie 8, genau. Da haben wir eigentlich nochmal, auch steht auch in der Überschrift, dass sozusagen unsere Top 20 Kunden machen 25% der Umsätze aus. Das sind natürlich auf der Kundenseite zum großen Teil die OEMs und die sogenannten First-Tier-Supplier, die machen natürlich auf der Automobilseite einen großen Teil aus. Das sind im Prinzip unten die 16% Automobil on Highway und 14% Fahrzeugteile. Dahinter verbergen sich eigentlich ganz stark OEMs und die First-Tier-Supplier. Wenn es um die anderen Industrien geht, Sie sehen, da gibt es jetzt große Blöcke. Allerdings muss man sagen, dass dahinter sich auch nochmal sehr viele kleine Nischen und auch Industrien verstecken. Also insgesamt würden wir schon sagen, dass wir da sehr stark diversifiziert sind. Was man auch sagen muss, dass rund 25% unserer Produkte werden über Distributoren verkauft. Insofern, was die dann an alle möglichen Werkstätten verkaufen können, ab und 75% unserer Verkäufe sind aber direkt an Kunden. Insofern muss man das so sagen. Aber die Kernbotschaft muss eigentlich sein, dass wir eine sehr diversifizierte Abnehmerschaft haben. Wenn wir bei der Folie sind, bleiben wir doch gerade bei dem Thema Kunden, Lieferanten. Hier ein Teilnehmer hinterfragt diesen Balken, diesen Bereich Off-Highway-Fahrzeuge, Transport, nämlich die Frage, wie viel Wehrtechnik verbirgt sich hinter diesen 5% Off-Highway? Was sind da die genauen Kunden und ist das ein entscheidendes K.O.-Kriterium für Nachhaltigkeitsfonds?
Ja, haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Also das ist dort, kann man vernachlässigen. Insofern ist es auch kein Problem. Also ob es mit Off-Highway gemeint ist, auch viel, auf Englisch würde man sagen, Earth-Moving Machines, ja, also Bagger, das beste Beispiel hatte ich ja eben auf der Folie gezeigt. Transport ist sicherlich auch dabei, aber Rüstungsexposure haben wir kein nennenswertes zu vernachlässigen. Also es ist auf jeden Fall, es mag sein, dass es über Distributoren dort was gibt, aber das ist definitiv zu vernachlässigen, ist kein Prozent wert, definitiv nicht. Ist auch nichts, was ESG-Fonds irgendwie bei uns ansprechen würden, ja, oder sowas. Alles klar, klare Message. Dann Frage BASF, aber jetzt nicht als Kunde ist hier gefragt, sondern wie sehr ist man von BASF als Lieferant abhängig? Ja, ist eine gute Frage. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, wir sitzen ja hier in Mannheim, dann sitze ich in der zweiten Etage, dann sehe ich auf der anderen Seite, es sieht ja gerade dunkel, die Raffinerien der BASF. Also insofern habe ich immer einen guten Blick auf die andere Seite, wenn dort die Lichter ausgehen sollten. Also natürlich sind wir auch, werden wir auch von der BASF beliefert, aber auch von anderen Unternehmen. Also wir sind da insgesamt sehr sowohl global als auch lokal aufgestellt, managen das so gut, wie wir können. Ich meine, wir haben ja insgesamt in den drei Hauptregionen Europa, Deutschland, Asien, Pazifik, China und auch in Americas einen sehr lokalen Approach. Insofern kaufen wir da ja auch dann dort lokal ein. Aber die BASF ist einer von vielen Zulieferern. Ja, also insofern, aber da kann man jetzt auch andere nennen. Insofern, kann man da jetzt nicht. Aber es ist natürlich sehr prominent auch aufgrund der aktuellen Lage, das Unternehmen. Dann kombinieren wir vielleicht zwei Fragen. Das eine Wettbewerber, ich glaube, da gab es ja auch eine schöne Folie, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, da können wir vielleicht nochmal Folie 6 hinspringen. Die Frage genau, wer sind die Wettbewerber, geht hier schon ganz gut hervor und dann auch, was, glaube ich, gut damit zusammenpasst, am Punkt Konsolidierung, M&A, wie ist da die genaue Strategie, kann man sich auch vorstellen, hier einer der Wettbewerber möglicherweise zu übernehmen. Ja, man muss immer sagen, wenn es um Wettbewerber geht, gibt es nicht den Wettbewerber. Ja, also auch wenn wir hier sagen, wir sind die Nummer eins der unabhängigen Schmierstoffhersteller und eine Valvoline oder auch eine Quaker Houghton dort genannt wird, die haben schon trotzdem andere Geschäftsmodelle. Und auch wenn man mal in die Analystenmodelle reinschaut, tun sich auch die Analysten schwer, dort eine sogenannte Peer-Gruppe abzuleiten. Insbesondere, wenn es um börsennotierte Unternehmen geht. Ja. Auf der M&A-Seite muss man sagen, und das ist ja auch eine Botschaft dieser Folie, sieht man ja, dass der Markt sehr stark dominiert ist von den ganz großen Spielern. Dann aber auch ein großer Teil an kleineren Unternehmen ist, auf der rechten Seite, ja. Wenn man dann sozusagen, und da sehen wir eigentlich eher die Chancen. Man muss sagen, dass wir gerne da mehr machen würden auf der M&A-Seite. Wir glauben, aber einfach nicht nur dafür, dass wir es tun müssen. Also wir sind da schon sehr, also suchen schon nach Unternehmen, die auch strategisch bei uns reinpassen. Und weil es ab und zu mal gefragt wird, ne, so Liquimoli, so ein Unternehmen, wäre das nicht was für Fuchs Petrolub? Ganz und gar nicht. Ja. Also es ist ein tolles Unternehmen, die sind natürlich sehr marketingstark als Beispiel, sind auch sehr, ich meine, Funk und Fernsehen vertreten, ist aber ein anderes Geschäftsmodell. Die machen sehr viel sozusagen Business to Consumer, ja, also das, was wir eigentlich nicht machen und sind sicherlich auch in Produkten, Kategorien und Gruppen vertreten, in denen wir jetzt nicht weiter wachsen wollen. Also wir wollen uns halt zu einem Spezialanbieter hin entwickeln und weniger zu einem rohstoffnahen Anbieter von, was heißt das jetzt auch, Motorenölen. Das machen wir auch, ist kein schlechtes Geschäft, aber wir wollen uns eher in das Spezialgeschäft wiederfinden und da weiterentwickeln. Und da nenne ich immer die Transaktion, die wir vor 2 Jahren getätigt haben, Nye Lubricants, in den USA, die machen zum Beispiel Spezialschmierstoffe für Medizinanwendungen oder auch für Satelliten, ja, und so selbst im Mars Rover, der auf dem Mars gelandet ist vor 2 Jahren oder was im letzten Jahr, da sind auch Fuchsschmierstoffe drin, ja, da können Sie sich natürlich vorstellen, dass die nicht ganz so günstig sind. Insofern ist das sicherlich, ist das ein Bereich, in dem wir uns da weiterentwickeln wollen, aber es ist natürlich immer schwierig, darüber zu sprechen. Das kommt dann immer sehr opportunistisch. Aber das ist weiterhin ein integraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Aber grundsätzlich spielen andere Spezialanbieter hauptsächlich so ein bisschen eine ist das Interesse da, dass man sich technologisch, produkttechnisch verstärkt oder ist auch geografisch, spielt das auch eine Rolle, dass man sagt, wir wollen noch mehr in Asien oder Nordamerika
wachsen. Ist das auch spielt das auch eine Rolle? Es ist beides für mich, ja. Manchmal macht es Sinn, einfach Entwicklungsschritte, manchmal ist es anorganisch dann doch schneller zu wachsen und genau das, was Sie eigentlich gesagt haben, sei es regional, dass man Märkte erschließen will oder auch technologisch. Natürlich ist es auf der technologischen Seite so, dass wir jetzt keine White Spots haben in dem Sinne. Also es gibt jetzt nichts, wo wir sagen, hey, da machen wir in diesem Bereich machen wir jetzt gar nichts. Das ist vielleicht auch nochmal ein Differenzierungsmerkmal, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Aber im Prinzip, vielleicht ist das Thema mit der Elektrolyte, mit E-Light, der Akquisition, die wir jetzt getätigt haben, wäre ein Beispiel, wo man vielleicht technologisch auch einen etwas anderen Bereich abdeckt. Aber grundsätzlich sind wir da gut aufgestellt. Aber es geht eher darum, auch die richtigen Regionen dann neu zu erschließen und da mehr Wachstum möglich zu machen. Alles klar. So, wir haben sehr aufmerksame Teilnehmer. Aufs Folie 19 gibt es hier eine Anmerkung, dass zwei Bilder vertauscht sind. Medizintechnik und Halbleiterindustrie. Also, ja, das passen wir an. Das wäre mir nie aufgefallen. Also großer Respekt hier an den Teilnehmer. Ja, wir müssen ja zu unserer Verteidigung sagen, normalerweise haben wir die Folien alle auf Englisch und haben das jetzt extra auf Deutsch übersetzt. Das mag mal sein, dass es da den einen oder anderen Übersetzungsfehler gibt. Aber passen wir natürlich an. Ja. Also extra für hier SDK-Veranstaltung, angepasste Präsentation, super. Ja, machen wir weiter. Bedeutung von Erdgas für Sie in der Produktion. Genau, kommen jetzt ein paar Fragen noch so ein bisschen zu Energieversorgung. Was passiert, wenn in Deutschland die Lichter ausgehen? Aber starten wir mal hier mit der Frage, wie groß ist die Bedeutung von Erdgas für Sie in der Produktion und wie weit ist da gegebenenfalls eine Substitution durch andere Energieträger möglich? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, und das ist ja auch in der Folie, die jetzt gerade noch eingeblendet ist, wird das auch deutlich, dass wir eben nicht vertikal integriert sind. Das heißt, wir haben keine massiven Raffinerien oder keine Großanlagen und unsere Energie, die wir benötigen, das ist relativ überschaubar. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr rund 20 Millionen an Energiekosten gehabt für den ganzen Konzern. Gemessen an einem Umsatz von knapp 3 Milliarden ist das jetzt nicht wirklich relevant. Und ungefähr muss man sagen, hälftig diese Energiekosten, hälftig Gas, hälftig Elektrizität. Insofern ist es nicht wirklich relevant. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt, sind wir dabei, die deutschen Werke, die eben davon oder von Gas dann doch, also von Preissteigerungen am stärksten betroffen sein dürften, stellen wir jetzt um auf LPG-Versorgung, also auf Butan, Propan. Und das wird jetzt Ende des Jahres abgeschlossen sein, sodass wir da einfach noch weiter diversifiziert sind, wenn es dort zu Knappheiten kommt. Also insofern muss man sagen, das direkte Risiko sehr gering. Aber man muss natürlich auch klar sagen, wenn es wirklich zu massiven Ausfällen kommt, und jetzt reden wir nicht nur über die BASF, sondern auch über andere Unternehmen, von denen wir Rohstoffe beziehen, dann hat das natürlich schon auch Auswirkungen. Ja. Das ist natürlich sehr schwer abzuschätzen, aber wenn wir sozusagen die Produkte, die wir benötigen, um unsere Produkte herzustellen, nicht mehr bekommen, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber das ist ein Thema, was sehr schwer zu approximieren ist, weil man es eben auch nicht absehen kann, wie genau sich die Situation entwickelt. Ja, da haben Sie gleich eine weitere Frage beantwortet. Strommix, da sind Sie schon drauf eingegangen. Dann genau nochmal eine Nachfrage zu dem Thema, nochmal zur Produktion. Wie weit kann man bei Restriktionen in Deutschland das Geschäft von ausländischen Werken ersetzen? Also ausweichen ins Ausland. Ja, das ist schon in gewissem Maße möglich. Wir sind ja ein globales Unternehmen. Ich denke, dass wir auch durch unser Investitionsprogramm einige Kapazitäten geschaffen haben, dass wir gewisse Dinge kompensieren können. Man muss natürlich immer sagen, dass aktuell auch die Transportkosten nicht allzu niedrig sind, also eher im Gegenteil. Und man dann sicherlich schauen muss, ob das dann wirtschaftlich ist. Das muss man sich dann anschauen. Aber es ist in gewissem Maße sicherlich kompensierbar, ja. So, wir haben noch zwei große Themenbereiche. Einmal das Finanzielle, da kommen natürlich noch viel Fragen. Nachhaltigkeit haben wir auch noch eine Frage. Hier noch mal eine Nachfrage, vielleicht schieben wir das noch rein zu noch mal den Kunden. Schmiert Fuchs auch die Fahrzeuge und Maschinen von Bauern Off-Highway? Off-Highway. Ja, ich würde es eher, das tun wir auch. Das ist sozusagen der Bereich Agriculture, Landwirtschaft auf jeden Fall. Ja, das ist auch gehört auch dazu und ja, definitiv, ja.
gerade da, glaube ich, hat es auch einen großen Anwendungsbereich. Ja, durchaus. Ja. So, jetzt die Frage zur Nachhaltigkeit. Da muss ich nochmal kurz hinspringen. Hier, Evolution der Schmierstoffe. Weg von den fossilen Rohstoffen hin zu den nachwachsenden und mit Fragezeichen versehen. Tierische Fette, Fragezeichen, pflanzliche Öle. Wo steht der Fuchs? Ja, ist eine gute Frage. Und grundsätzlich muss man sagen, dass also wenn man es mal ganz einfach sagt, um einen Schmierstoff herzustellen, braucht man Grundöl und Additive. Das sind so die beiden übergeordneten Begriffe. Und von Grundölen gibt es ja mehrere Gruppen. Ne? Also Grundöl, Gruppe 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 1 bis 3 macht so ungefähr 60% des Einkaufs aus, den wir an Grundölen beziehen. Ich glaube, in der Gruppe 5 ist es, da sind auch zum Teil Grundöle drin, die nicht fossilen Ursprungs sind. Es ist sicherlich insgesamt von dem Einkaufsvolumen im einstelligen Prozentbereich, muss man sagen. Das ist etwas, wo wir stark dran arbeiten, wo auch schon wir Erfolge erzielen. Man muss aber sagen, dass derzeit es so ist, dass die Produkte, die eben, also es gibt einige Sachen, die aber dann auch wieder fraglich sind. Man kann das mit Raps machen beispielsweise. Das ist vielleicht noch die bessere Variante. Sowas wie Palmöl wäre möglich, machen wir aber nicht, weil es ein ökologisches Desaster ist. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Insofern muss man aber dennoch sagen, dass wenn man über solche Routen geht, die Effizienz und damit auch die Nachhaltigkeit bei unseren Kunden eben niedriger ist. Ja, ich hatte eben dieses Baggerbeispiel gebracht, wo wir gesagt haben, wie viel Diesel eingespart wird. Wenn man eben dann ein Produkt derzeit verkauft mit gewissen, also auf nicht fossilen Ursprungs, dann ist vielleicht die Last, die wir uns einrechnen, niedriger, aber auch die Effizienz, die wir bei unserem Kunden liefern, auch geringer. Insofern muss man immer das große Ganze sehen und da sind wir aber dran. Das ganze übergeordnete Stichwort ist eben Circular Economy. Und das ist ein sehr großes Unterfangen, an dem wir viel arbeiten. Da muss man aber auch ehrlich sein und sagen, dass es nicht in ein, zwei Jahren zu bewerkstelligen ist. Es wird sicherlich mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern. Und ich habe Ihnen ja eben das Chart auch aufgelegt bis 2040, was wir da vorhaben. Das sind auch, man muss sagen, nur 18 Jahre. Und in diesem Zeitraum wird sich sicherlich auch an dieser Thematik sehr viel tun. So, und dann wäre das heute keine SDK-Veranstaltung, wenn wir jetzt nicht noch eine Reihe von finanziellen Fragen hätten. Ja. Starten wir doch mal mit einer kritischen Frage bezüglich der Margen. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass seit 2016 die Margen sinken und es wird kritisch gefragt, dass das doch keine Pricing Power ist. Wo ist da die Pricing Power? Ja, man muss das ein bisschen einordnen, ja. Also das ist natürlich eine sehr einfache Schlussfolgerung. Man muss das ein bisschen mehrschichtig sehen. 2016 war die Margen sicherlich hoch. Man muss aber auch sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt hätte man einfach das Unternehmen so nicht weiterlaufen lassen können. Wir wollen ja auch wachsen. Wir wollen ja auch weiterhin nicht nur die Margen trimmen, sondern eben auch das absolute Wachstum steigern. Und zu dem Zeitpunkt bis 2016 etwa, da war das der Fall, war eben das nicht mehr möglich. Die Kapazitäten waren an einem gewissen Ende angekommen und auch technologisch war man nicht so auf dem Stand, auf dem wir eigentlich uns hätten gerne weiter, auf dem wir uns weiter hätten entwickeln können oder wollen. Insofern mussten wir eine ganze Menge an Geld in die Hand nehmen, um auch zu investieren. Das haben wir getan. Also mit den Investitionen, die führen natürlich immer dazu, dass erstmal die Kapazitäten steigen und dann bei gleichem Geschäftsvolumen eben die Profitabilität ein bisschen leidet. Natürlich steigen auch die Abschreibungen, sodass die gegen die Profitabilität wirken. Also das ist ein großer strategischer Punkt, also das Thema Investitionen. Als zweiten Punkt muss man sagen, haben wir nicht nur investiert, sondern wir haben auch Strukturen aufgebaut. Also weil wir eben, und das sehen Sie ja auch in der Kapitalmarktpräsentation ganz klar, dass viel Wachstum eben da auch daraus resultieren wird zukünftig, dass wir eben uns viel professioneller aufstellen. In den richtigen Regionen, in den richtigen Branchen, mit den richtigen Kunden, mit den richtigen Produkten. Und um das so in dieser Abfolge auch besser realisieren zu können, muss man halt auch die Strukturen dafür etablieren. Wenn man natürlich erstmal die Strukturen aufbaut, aber noch nicht so stark die Umsätze daraus sieht, dann hat man natürlich auch den Fall, dass die Margen in diesem Zusammenhang ein bisschen niedriger sind. Also das ist eigentlich die zweite Erklärung.
Und da muss man nochmal sagen, dass sicherlich in den Jahren 18, 19 war die Automobilindustrie, das waren jetzt nicht die stärksten Automobiljahre, da haben wir ein bisschen drunter gelitten. Und im Jahr 2020, Corona, das brauche ich jetzt niemandem erklären. Und im aktuellen Umfeld bei den stark steigenden Preisen oder Kosten, muss man sagen, ist es da auch temporär, läuft es da gegen die Marge. Ich glaube aber, um da vielleicht ein bisschen den Dreh zu kriegen, wenn Sie jetzt schauen auf die Ziele, die wir bekannt gegeben haben, und da spreche ich ja von den 500 Millionen, und wenn Sie dann mit dem durchschnittlichen Umsatzziel, was wir auch bekannt gegeben haben, mit dem mittleren einstelligen Prozentbereich, dann kommt da mathematisch heraus nicht nur eine steigende absolute Ergebnisgröße, sondern eben auch eine sich verbessernde Marge. Und ich glaube, das ist die Kernbotschaft, dass wir im Prinzip all das, was wir die letzten 5, 6 Jahre getan haben, jetzt nach vorne hin geerntet werden sollen, ja. Und aber wenn wir das damals nicht getan hätten, dann würden wir auch nicht in der Lage sein, weiter zu wachsen und mit den Strukturen, die wir etabliert haben, dadurch auszuwachsen. Also es sind eigentlich die beiden Erklärungen, Investitionen, dann Aufbau in Strukturen und sicherlich auch zum Teil der Markt, der da sehr schwierig gelaufen ist mit den starken Rohstoffsteigerungen seit 1,5 Jahren. Also das ist so ein bisschen die Hauptthemen. Aber deswegen glaube ich auch, dass man da den Blick jetzt nach vorne werfen muss und sicherlich uns daran messen darf und muss, ob wir die Ziele erreichen, weil wenn wir sie erreichen, dann ist es sicherlich die beste Antwort auf die Frage. Und zu den Zielen haben wir natürlich auch Fragen, gerade auch ganz konkret zu diesen 500 Millionen EBIT, die Fragen, upsala, jetzt ist es verrutscht, so, genau, kann das ohne weitere M&A-Transaktionen gestemmt werden, unter gleicher Annahme CapEx? Und die Frage, ist das Best Case oder eher Average Case? Ja, also die Ziele sind ohne M&A. Das sind alles, was wir noch zukaufen würden, käme noch on top. Das ist, betrifft Umsatz als auch das Ergebnis. Also das ist schon mal eine klare Ansage. Und das geht auch mit einem Investitionsvolumen her, was definitiv unter Abschreibung sein wird die nächsten Jahre. Wir haben ja jetzt eine Menge investiert. Also das werden wir jetzt nicht nochmal steigern. Und war noch eine Teilfrage, die ich jetzt vergessen habe? Ich glaube, das war's, oder? Genau, M&A, CapEx, und so ein bisschen die Einordnung, ob das Best Case oder Average Case. Ach so, genau, das war die Case. Ja, natürlich, das ist vielleicht nochmal der guter Punkt. Was man natürlich fairerweise sagen muss, das ist jetzt ein Base Case, ja. Natürlich gibt es auch Szenarien, wo wir das übertreffen, aber es beinhaltet jetzt keine massive Rezession, ja. Also wenn wir natürlich jetzt da in eine massive Rezession reinlaufen, die vielleicht auch länger andauern würde als jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, dann ist es sicherlich auch etwas, was schwer zu realisieren ist. Das muss man schon fairerweise sagen. Es ist aber jetzt auch kein, wie sagt man so schön, Blue Sky Szenario, ja, sondern es ist sozusagen das, was wir so in einem Base Case, also in einem Mittelwert, dann erwarten. So, und jetzt kommt eine Frage, die habe ich mir, muss ich ehrlich sagen, auch vorhin gestellt. Also, wenn man sich den Aktienkurs anschaut und so ein bisschen sieht, 2017 bis heute seitwärts, aktuell sogar ein Tief. Und jetzt wirklich genau die gleiche Frage hatte ich auch, die ist super, finde ich. Was ist Ihr Eindruck? War Fuchs damals zu teuer bewertet oder ist Fuchs aktuell zu niedrig bewertet? Ja, natürlich sind sie zu niedrig bewertet. Ich glaube, nein, was man schon sagen muss, und ich glaube, ein paar Themen haben wir eigentlich auch schon angerissen in der bisherigen Session. Natürlich gibt es einmal auf der operativen Seite das Thema der Profitabilität, das haben wir ja gerade erläutert. Und der Kapitalmarkt gibt es eigentlich nie, wenn man investiert. Es ist immer so ein bisschen so diese Außen- und Innensicht im Unternehmen. Es ist ja oft so, dass Unternehmen ganz stolz sind, wo sie ihr Geld ausgeben und die Investoren sagen immer, um Gottes Willen, ja, bloß nicht. Ich glaube, man muss es so ein bisschen neutraler sehen. Wenn wir 2016 so weitergemacht hätten, dann wäre irgendwann der Karren komplett vor die Wand gefahren. Das will natürlich auch keiner. Deswegen muss man auch mal in den sauren Apfel beißen und sagen, so, wir investieren jetzt, um quasi auch langfristig weiter profitieren zu können. Insofern ist das eine Erklärung. Wir können froh sein, dass wir das auch abgeschlossen haben. Also insofern ist das ein Thema, was auf der operativen Seite lastet. Ich denke, da haben wir gerade auch mit den Zielen jetzt viel zu gesagt. Und dann muss man sagen, was sicherlich auch ein Thema ist, und das haben wir eben auch drüber gesprochen, das war auch im letzten Jahr schon ein Thema, das ist dann eher auf der Bewertungsseite der Aktie, das Thema, dass eben einige Marktteilnehmer im Rahmen der
der Elektrifizierung des Autos glauben, dass wir da schlecht aufgestellt sind. Und ich denke, das ist einfach eine Fehlwahrnehmung und leider aufgrund der Tatsache auch geschuldet, dass viele Analysten eben den Automobilsektor auch covern und dort sicherlich auch einen guten Einblick haben in das, was in so einem Auto drin ist. Aber sich das Leben da leider auch zu einfach machen und sagen, okay, ich rechne jetzt einfach mal die Anteile raus, die in einem Auto, in ein Batterieauto reingehen, vielleicht Motorenöle, Getriebeöle, was man auch machen kann, ist ja keine Frage. Aber man muss eben im gleichen Umfang auch die Opportunitäten einrechnen, sonst kriegt man ein gewaltiges Problem und macht einfach eine Fehlwahrnehmung. Ich denke, das ist etwas, was falsch eingeschätzt wird vom Markt. Wo wir uns da auch kritisch hinterfragt haben, ist sicherlich die Sache, warum das so ist. Und da haben wir festgestellt, dass wir viel mehr als bisher eben auch über diese sogenannten Opportunitäten oder Chancen berichten müssen. Und da waren wir sicherlich historisch bedingt so ein bisschen eher auf der konservativeren Seite unterwegs und als familiengeführtes Unternehmen, weil man da vielleicht auch etwas ja zurückhaltender über Zukunftsmärkte zu sprechen. Und da haben wir uns aber jetzt geöffnet und auch beim Kapitalmarkttag dort eben einen ganz neuen Aufschlag gemacht. Das ist jetzt noch, natürlich können wir uns da noch weiterhin verbessern, aber das war jetzt mal eine neue Art, wie wir uns vorgestellt haben, und das wollen wir auch so weiterführen. Und das wird auch vom Kapitalmarkt geschätzt. Natürlich stimme ich hinzu, mit der Aktienentwicklung kann man nicht zufrieden sein über die letzten Jahre. Ich schaue natürlich auch nicht nur auf Jahre oder 5 Jahre, sondern auch, wie sie sich seit gewissen Zeiträumen entwickelt hat. Und ich glaube, dass man schon sagen muss, dass wir seit dem Kapitalmarkttag und auch seit der Ankündigung des Aktienrückkaufsprogramms relativ gesehen zum Markt uns gut gehalten haben, wenn nicht sogar besser. Ich will mich auf gar keinen Fall für den Aktienkurs-Performance seitdem abfeiern. Ich denke, das wäre absolut falsch, aber man muss es eben so sehen. Wenn der MDAX 30% verliert seit Anfang des Jahres und wir eben leicht besser sind als das, dann ist das eben die Benchmark. Natürlich muss man auch das Gesamtumfeld betrachten, welche sicherlich sehr angespannt ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns seit diesen beiden Events, sage ich es mal, Aktienrückkauf und Kapitalmarkttag, die ja relativ nah aneinander lagen, uns in einer relativen Performance besser gestellt. Und weil Sie eben sagten, überbewertet damals oder heute unterbewertet, ich denke, ein Aktienrückkauf ist auch ein ganz klares Commitment von dem Management zu sagen, dass wir einfach nicht glauben, dass die Aktie so, wo sie jetzt ist, fair bewertet ist. Und wir halten uns auch immer vor, weitere Aktienrückkäufe zu machen, weil, wie sagt man so schön, ne? Buy low, ne? Sell high. Also insofern, eine Kapitalerhöhung werden wir nie machen. Ich denke, das kann ich Ihnen versprechen. Aber insofern ist es, ist das auch eine klare Aussage, dass der Unternehmensführung zu dem Thema, ist die Aktie fair bewertet oder nicht? Also eine ausführliche Antwort zu diesem wichtigen Thema. Aber ich denke, es ist ja auch schön, dass man sich jetzt schon viele Jahre in diesem Investitionsprozess befindet. Das wäre ja anders, Herr Ackermann, wenn Sie uns heute jetzt sagen würden, so, wir müssen jetzt mal was anders machen und investieren. Also da ist ja schön zu sehen, dass man da eine Entwicklung gegangen ist und jetzt ja auch spannende Ziele 2025 hat. Zur Dividende haben wir hier noch eine Anmerkung, Frage. Ein Teilnehmer führt an, dass er eigentlich überrascht ist, dass bei Fuchs so satte Dividenden ausgeschüttet werden. Er kennt das eher immer bei Firmen in Familienbesitz, dass da sehr zurückhaltend man ist mit Dividenden. Und ja, die einfache, aber sehr klare Frage, wird das in Zukunft beibehalten? Ja, das kann man nur so mit Ja beantworten. Ich denke, die Folie 17, vielleicht Claudia, kannst du da noch einmal hinspringen. Da sieht man das ja auch noch mal, wo wir unsere freien Cashflows sozusagen für verwendet haben. Und da sieht man eben, dass 2/3 dessen eben in Dividenden ausgezahlt worden ist. Wir haben ja die Dividendenpolitik jetzt auch noch mal erhöht oder angepasst. Das ist kein riesiger Sprung. Einige fragen auch manchmal, warum wir nicht die Dividendenhöhe als Teil des Net Incomes, also des Jahresüberschusses, nehmen. Aber wir wollen eigentlich die Dividende stetig steigern und dann auch ein zuverlässiger Partner sein. Wir haben zum Beispiel auch in dem Jahr, im Corona-Jahr, auch die Dividende gesteigert. Also auch wenn es mal in eine Krise geht, kann man da sich darauf verlassen, dass wir die Dividende da als integralen Bestandteil
beibehalten. Ja. Und natürlich auch das Thema Aktienrückkäufe ist natürlich auch etwas, wo der Aktionär von profitiert. Das ist ja nicht ganz nicht dasselbe, aber in etwa das Gleiche. Und das wäre auch hier die letzte Frage, die ich habe, darum, bevor ich sie stelle, nochmal in die Runde. Also wenn ich was vergessen habe oder etwas Ihrer Ansicht nach noch nicht perfekt beantwortet ist oder vielleicht in eine andere Richtung beantwortet wurde, gerne nochmal jetzt die Fragen stellen, genau, nämlich zum Aktienrückkauf. Der kommt hier im Chat übrigens super an. Hier wird auch der Hinweis, wenn der schlaue Fuchs Aktien zurückkauft, dann ist die Aktie doch viel zu niedrig bewertet. Also das vielleicht hier so als alles zu bestätigen, ja, genau. Als Statement. Und ich glaube, wir hatten auch noch eine Frage. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Ja, war noch mal die Nachfrage, wo stehen wir aktuell beim Aktienrückkauf? Wie lange läuft das aktuelle Programm noch? Ja, wir müssen da immer wöchentliche Meldungen machen. Also jede Woche melden wir sozusagen, wie viel wir zurückgekauft haben. Und jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ich glaube, bis Stand des letzten Freitags haben wir in etwa 400.000 Stück von jeder Gattung zurückgekauft. Das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt stehen. 20 Millionen Euro haben wir jetzt insgesamt ungefähr ausgegeben. Das sind also so 10% von dem, was wir angepeilt haben. Und wie schnell es dann am Ende wirklich geht, wird sich zeigen. Aber wir haben ja bis 2024 geplant. Eventuell sind wir da schon etwas früher fertig. Genau. Also das können Sie aber auch auf unserer Homepage verfolgen. Da veröffentlichen wir jede Woche, wo wir da stehen. Aber das ist halt, da gibt es so ein bisschen Restriktionen, dass man nicht beliebig viel zurückkaufen kann, sondern immer nur einen gewissen Anteil pro Tag. Und deswegen dauert das ein bisschen. Aber ja, so da stehen wir gerade, genau. Und eine Frage ist noch reingeschneit. Vergütung Management, erfolgt das mit Aktien oder mit Optionen? Also ich nehme mal an, die variable Komponente, wie ist das ausgestaltet? Ja, es gibt natürlich eine Festvergütung, auch eine variable Vergütung. Und von der variablen Vergütung muss die Hälfte sozusagen in Vorzugsaktien investiert werden und dann über eine gewisse Halteperiode gehalten werden. Das ist ein bisschen anders als so dieses klassische Programm, aber im Prinzip gibt es dadurch auch eine klare Incentivierung über den Aktienkurs. Insofern sitzt das Management da im gleichen Boot wie Sie und oder wir alle, ja. Und freut sich auch über die Dividenden. Sehr gut. Das auch. Ja, klasse. Wir sind am Ende ganz, ganz großes Dankeschön. Jetzt erstmal hier in die Runde für die vielen, vielen Fragen. Ich denke, wir hatten mal wieder eine schöne Mischung aus Fragen zum Geschäft, zur Ausrichtung, Ziele, aber eben auch Finanzielles. Ganz spannende Fragen, also tolle Veranstaltung. Vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Ich glaube, es wurde schon darauf hingewiesen, wenn Fragen gerne an Herrn Ackermann, Frau Rübke, IR-Seite, Kontaktdaten, ist alles da. Also gerne sich einfach melden. Und ja, Herr Ackermann, Frau Rübke, dann nochmal an Sie ein ganz großes Dankeschön für die spannende, tolle Veranstaltung heute. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und freuen uns auf eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr. Und dann gibt es bestimmt wieder spannendere Themen, spannende Themen. Ja. Und ja, vielen Dank für die Teilnahme. Ja. Super. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Immer. Danke. Tschüss. Tschüss.